Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir begeben uns heute auf, einen Meisterkonstrukteur hier im Kloster zu finden, wo uns jeder hasst. Und das Schwein ist immer noch tot, nur hat es sich irgendwie bewegt. Oder nee, das Holz ist neu. Habt ihr gesehen, wie es geladen hat? Ja, das Holz ist neu. Krass, hier hat sich ein bisschen was verändert. Nice, ich vermute mal, der wird hier sein. Da wo halt überall gebaut wird, ne? Logisch. So, der Pförtner. Also wir haben hier das Haus. Stimmt, da waren Bauutensilien drin, ne? Ich vermute mal, dass er genau da drin ist. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Hat sich der Punkt bewegt? Guck mal. Lebt er etwa wieder? Guck mal, er lebt wieder. Hi! Komm schon, was soll das bitte werden? Hi, na? Was willst du hier? Du lebst ja wieder, das freut mich. Wundmeister. Deswegen lebt er wieder. Finde ich hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Weltberühmt? Weltberühmt? Wenn nicht, dann bald. Unser Meister Kieser ist ein Vordenker. Du würdest nicht glauben, was er alles erfindet. Von ihm wird die Welt noch hören. Merk dir meine Worte. Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja? Weswegen denn? Eine neue Waffenlieferung. Ich bin ein Bruder im Geiste. Tobias Pfeiffer schickt mich. Eine neue Waffenlieferung. Es geht um eine Ladung neuartiger Waffen für den Kustos. Ach ja? Und was für Waffen wären das? Ausgesprochen harte, aus dem Lande von Meister Yan. Aus Lunastahl gefertigt. Ha, du hast eine lebhafte Fantasie, das muss man dir lassen. Aber offenkundig weißt du rein gar nichts über Waffen. Tobias Pfeiffer schickt mich. Er möchte Meister Konrad bei der Belagerung Talmbergs um Hilfe bitten. Dann muss es wichtig sein. Geh nur, wenngleich ich nicht weiß, wie er von hier aus helfen soll. Da ist der Schlüssel. Ich war schon öfters drinne. Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Du hältst nicht wirklich viel von ihm, wa? Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Was ist eigentlich ein Kustos? Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Okay. Ich danke dir. Keine Ursache. Tschüss. Was ist jetzt mit meiner Quest? Tschüss. Hä? Oder soll ich ihn beklauen? Hallo, Schreiber Kustos. Machst du da? Keine Ahnung, hat er irgendwelche wichtigen Items bei sich? Du da, halt! Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet! Sebastian vom Berg. Tritt ein! Bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Nö. Hast mich reingelassen. Ich dachte erst, du wärst Urban. Er ist Was tot. kann ich für dich tun? Urban ist tot. Für mich schon. Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer. Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen sie zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Tribox betraut, aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau.
Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Weshalb kannst du nicht weg? Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Und was machst du hier in Sasau? Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Kann ich dir helfen, wegzukommen? Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davon zu stehlen. Könnte ich dich abwerben? Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Dann klaue ich ihm das Geld. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Nichts. Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier. Und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Wie bekomme ich den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Was zum... Achso. Ja. Ich erinnere mich. Du wurdest beim Stehlen erwischt. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Oh, ich habe das Geld schon geklaut. Lol. Genug. Ich... Loban. Tschüss. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich ihn beklauen muss. Okay. Ihm ist das Geld bereits ausgegangen. Weil ich ihn bereits schon beklaut habe. Okay. Das war einfach. Dann muss ich ihn jetzt nur bequatschen. Huch. Ach, da wurde der Questgeber ausgebuddelt, bestimmt. Buddelt ihn aus, wir brauchen ihn für eine Quest. Oh. So, okay. Wir gucken mal auf die Karte. Was sagt uns die Karte? Okay. Ja, ich meine, wenn wir das Geld schon geklaut haben. Ich habe ziemlich viel geklaut im Let's Play, merke ich so. Wenn ich bereits Dinge schon erledigt habe, bevor ich sie erledigen konnte. Was läufst du denn weg? Idiot. Nur weil da eine Leiche mich festnehmen wollte? Oh, ich freue mich, dass er wieder am Leben ist. Wir müssen nur irgendwie herausfinden, was seine Quest ist. Ja.
Na, vielleicht, entweder ist er tot nach dieser Quest oder ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir da mit ihm reden. Was willst du hier? Ich brauche Konrads Hilfe. Ich brauche Meister Konrads Hilfe. Dann geh und rede mit ihm. Konrad benötigt deine Erlaubnis. Die Sache ist die, er willigte bereits ein, müsste allerdings nach Thalmberg. Das kann ich nicht erlauben. Er unterzeichnete einen Vertrag für den Bau des Klosters. Und wir zahlen ihm einen Haufen Geld dafür. Gewiss könntet ihr ihn ein paar Tage entbehren. Konrad wäre nur für ein paar Tage fort. Gewiss kommt ihr ein Weilchen ohne ihn aus. Schon möglich, wenn er nicht umgebracht wird. Meine Antwort kennst du. Nein, er bleibt hier, bis der Abt etwas anderes sagt. Und der ist momentan nicht anwesend. Aber die Eroberung von Thalmberg ist wichtiger. Aber die Eroberung Thalmbergs ist viel wichtiger für die Provinz. Von dem, was ich gehört habe, ist es zuvörderst deinem Lehnsherrn wichtig. Sarsau war stets neutral. Abgesehen davon nehme ich nur Befehle des Abtes entgegen. Okay, könnte ich euch dafür entschädigen? Angenommen, ich würde euch für die kurze Zeit, die er weg ist, entschädigen. Was nutzt mir das Geld, wenn das Dach des Klosters einstürzt? Dann wäre ich derjenige, der eine Entschädigung zahlen müsste. Besten Dank. Gern geschehen. Möge Gott... Willst du Konrad sicher nicht gehen lassen? Er wäre nicht lange fort. Nie im Leben. Wie mir zu Ohren kam, ist nicht genug Geld für die Fertigstellung des Baus vorhanden. Also dachte ich, als Liebhaber der Architektur könnte ich vielleicht... Woher zum Teufel weißt du davon? Das tut nichts zur Sache. Das Wichtigste ist, dass ich gewillt bin zu helfen. Wie viel lässt du springen, verflucht? 50. Na schön. Kisa kann gehen. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Sicher. 50 Groschen. Da, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. 50 verdammte Groschen. Ist das dein fucking Ernst? Dass der Typ wegen 50 Groschen das Haus nicht fertig, die Löhne nicht verändert. Weißt du, der geht einfach auf die Straße und sagt, ey Jungs, ich brauche mal 50 Groschen, damit wir die Kirche fertig bauen können. Der bekommt 100 von den Leuten. Es ist eine verdammte Kirche. Und wir sind im Mittelalter. Da war Kirche halt wirklich das Geilste auf der Welt für die Leute. Ach Gott. Wegen 50 Groschen. Nicht dein Ernst, Mann. Ist das armselig. Ich dachte, es geht hier um Tausender. Um irgendwie 1000 Groschen, 10.000 Groschen. So um den Dreh. Aber doch nicht 50 Groschen. 50. Oh Gott, ey. Ist das armselig. Sie sind hinter mir her. Heilige Maria, ich wusste, es würde so kommen. Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen. Nicht jetzt. Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her. Wer? Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute natürlich. Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Wie kommst du darauf, dass jemand hinter dir her ist? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sarsau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei. Ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Garten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. 50 Groschen war auch einfach zu einfach. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. Okay, halte um Mitternacht Ausschau nach dem Meuchler. Das mache ich doch. Ne, U-Bahn.
Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Der Adlige, der kürzlich hier auftauchte? Er soll sich im Gasthaus einquartiert haben. Tschüss. Und das ist jetzt eine Nebenquest, ja? Nö. Ich check's nicht, was es mit dieser Quest auf sich hat. Na gut. Ja. Gehen wir erstmal diesem Pelka nach. Wir haben ja noch Zeit, bis es Nacht ist. So, dann gucken wir mal. Der muss hier irgendwo sein. Ich vermute mal eher hier irgendwo. Weil er sich ja hier irgendwo ein Zimmerchen gemietet hat. Wahrscheinlich hier wieder, ne? Gut, fragen wir den Wirt. Ich denke mal, das ist am besten. Schön, dich zu sehen. Paker. Gastiert hier zufällig ein gewisser Meister Paker? Sicher doch. Was hast du mit dem zu schaffen? Weshalb ist er hier? Weshalb ist er hier? Warum so neugierig? Mein Meister gedenkt, Handel mit ihm zu treiben. Deshalb möchte ich herausfinden, ob er vertrauenswürdig ist. Er ist ein anständiger Kerl. Er zahlt und ist sicher kein Geizhals. Es heißt, er handle mit Stoffen. Wie sieht er aus? Wie sieht er denn aus? Ah, der ist nicht zu übersehen. Wenn ich seine Kleider verkaufen würde, könnte ich ein halbes Jahr davon leben. Was ist das für einer? Was ist der für einer? Den Leuten ist er gediegen genug. Und mir? Hab ihm meinen halben Gewinn zu verdanken. Okay, danke. Hab Dank. Reicher Schnösel wird gesucht. Alles Gute. Du siehst nach dem reichen Schnösel aus. Gelobt sei Jesus Christus. Kannst du mir etwas über einen Meister Paker sagen? Sicher. Hab mit ihm im Gasthaus gewürfelt. Okay. Jawohl. Du bist ja nur so ein Frestenmaler, ne? Nicht mal was drin, lol. Das heißt, er würfelt hier irgendwo wahrscheinlich, ne? Wo ist der Baumeister Karel? Eika da. Gelobt sei Jesus Christus. Deine Kleider sind schön, darf ich sie haben? Bist du Meister Paker? Bist du Meister Paker? Der bin ich. Mit wem habe ich das Vergnügen? Heinrich von Skarlitz. Und was begehrst du von mir, Heinrich von Skarlitz? Was führt dich nach Sasau? Was führt dich nach Sasau? Ein Verhör also, verstehe. Ich bin geschäftlich hier. Und mit wem machst du Geschäfte? Warum fragst du nicht lieber nach meinen Dirnen? Mit wem ich Handel treibe, ist meine Sache. Halte dich von Meister Kieser fern. Halte dich von Meister Kieser fern. Kieser? Konrad Kieser? Weshalb sollte ich etwas mit ihm zu tun haben wollen? Er muss deinetwegen also nicht besorgt sein? Besorgt? Gott, nein. Warum auch? Wir waren Freunde. Okay, das war alles. Na gut, wie der Meister. Lebe wohl. Wir warten bis 23 Uhr. Ich möchte seine Sachen haben. Ist gut, ist gut. Kommt sofort. Ist das dein Ernst? Hallo, Heinrich. Der Freskenmaler. Deine Sachen sind nicht so toll. Ich will diese gelben. Du schläfst also hier, das heißt? Naja, schon weg, weil die Quest beendet ist. Schade. Schade, schade, schade. Ich hätte ihn mir gerne vorgeknöpft. Hier ist nur der Freskenmaler reingegangen, ne? Ja, vielleicht gehören sie ja zusammen. Ist nur der Freskenmaler. Ich könnte die zwar jetzt umbringen, aber nö. Sehe ich keinen Grund zu. Och Mann. Ich wollte die Klamotten haben. So Bullshit. Jetzt ist der weg. Naja. Dann auf in die Gärten.
So, jetzt werde ich auch langsam müde. Schade. Okay, so. Soll ich mich immer noch hier verstecken? Ist das immer noch meine Quest? Okay, ist immer noch meine Quest. So, noch sehe ich niemanden und es ist kurz vor Mitternacht. Und die Tür ist offen. Wo ist denn Urban? Ich guck mal, sicherheitshalber guck ich mal hier rein. Leute, schließt doch die Türen, verdammt. Hey. Okay. Meuchelmörder! Nach all dieser Zeit! So kann ich dann auch sehen, ob jemand drin ist. Es sei denn, ich mach's das so. Ist hier irgendjemand Verdächtiges? Kurz vor 24 Uhr. Also ich sehe hier niemanden. Ah, vielleicht ist es noch nicht ganz 24 Uhr. So, es ist nach 24 Uhr, hier ist aber keine Sau. Kleinen Moment. Das kriegen wir noch hin. Trank des Nachtfalken. Das können wir wenigstens besser sehen. Trotzdem sehe ich hier niemanden. Wahrscheinlich hat er nur eine Wache gesehen, die hier durch die Gegend streift, oder? Was macht dieses Pferd hier? Wessen Pferd bist du? Erd. Okay, das ist ungewöhnlich. Die Tür ist wieder zu. Na? Bist du nicht der Typ mit den schönen Sachen? Dich. Ich hätte auch mit ihm reden können, aber ich wollte ihn töten. So, Dietrich. Edle Stiefel. So, schwarz-gelb. So, Standhaftigkeit. Hallo. Nun, hast du jemanden entdeckt? Habe ich. Und? Er ist tot. Er war ein Meuchelmörder. Gott hab Gnade. War es Peka? Ich habe ihn deutlich erkannt. Also sind sie hinter mir her. Ich wusste es. Heilige Maria, es werden weitere kommen. Ich muss untertauchen. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn.
Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Thalenberg. Easy. Was zur Hölle machst du? Ein bisschen komisch, dass der komische Typ hier Selbstgespräche geführt hat, aber naja. Ich bin irgendwie... Wieso bin ich nicht mehr müde? Wegen Trank des Nachtfalken? Gibt er mir Energie? Nein. Das hat Gesundheit Energie 4. Achso, ja cool. Easy going. Betty? Betty, ich weiß, ich habe dich dreimal getötet schon. Aber du bist doch trotzdem mein Lieblingspferd. So, ich will mich nur mal ganz kurz umziehen. Geklaut, am Arsch ist das geklaut. Das sieht nicht schick aus. Ja, jetzt kam hier noch ein Überfall. Ich vermeide in letzter Zeit Überfälle, weil sie mir einfach nichts mehr bringen. Aber gut. Hi. Da bist du irgendwie ein bisschen blöd oder so? Ich sehe doch deine Kollegen. Oh. Zero. Jetzt würde ich dich entkommen lassen. Hier. Meine Pfeile hätte ich aber gerne wieder. Spitzpfeil? Lebt hier noch einer? Anscheinend. Aha, Langstreckenpfeil da. Ja, da steht noch einer. Das nehme ich mit. So, okay. Gepolsterte dunkle Haube, vielleicht kann ich die auch noch gebrauchen. Ein Pfeil und Bogenschütze. Mal gucken, ob ich den treffen kann. Easy. Na? Lauf doch nicht weg. Zuerst überfallen und dann weglaufen, ne? Das sind die richtigen. Das sind die richtigen. Hau rein. Ferdi. Oh, ist wieder dunkler geworden. Mein Stops hat nachgelassen. Huch, wer ist denn das jetzt? Hallo. Ach so. Kirchner, er läuft gerade. Na, siehst du mal. Habe ich ihn beschützt. Ist jetzt extra dein Pferd stehen lassen? Okay, was soll's. Hoffentlich kommst du heil an. Nachts loszugehen ist nicht gerade eine schlaue Idee. Wieso willst du zurück zum Kloster? Ach so. Ein gut gewähltes Plätzchen. Ihr möchtet das Tor angreifen, richtig? Genau. Wir wollen nicht mehr Schaden anrichten als notwendig. Das ist verständlich. Toss hat sich also dort verschanzt. Auch richtig? Ja, genau, Meister Konrad. Wie ich hörte, hast du noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Ach, nicht wirklich. Mit dem bin ich fertig. Bei seinem Feldzug gegen die Ottomanen zog Sigismund Tossrat meinem vor. Und wir wissen alle, wie das endete. Ach ja, wie endete es denn? Schlecht, mein Herr. Der Stolz der französischen Ritterschaft fand dort sein Ende. Sigismund floh um sein Leben. Und ja, zugegeben, ich ebenso. Ich kann dir versichern, wir werden hier nicht denselben Fehler machen. Wir haben nicht vor, sie auszuhungern, damit sie aufgeben. Wir wollen das Tor niederreißen. Ich stehe euch zu Diensten, meine Herren. Wir bauen so schnell wir können. Der Tribok sollte schon in ein paar Tagen fertig sein.
Und ich könnte Rokettas zur Verfügung stellen, um die Feinde von den Zinnen zu fegen. Rokettas? Ich glaube, ich habe dieses Wort noch nie gehört. Rokettas sind mit Schwarzpulver gefüllte Geschosse mit einem Loch an der Unterseite, um sie zu entzünden. Sie fliegen auf den Feind zu, wie in etwa bei einer normalen Kanone, nur ohne die Steine. Absolut effektiv, meine Herren. Verstehe. Aber wir haben hier in der Gegend weder Schwarzpulver noch Kanonen. In der Tat. Das hätte mir klar sein sollen. Aber ich bin ein großer Freund der Rokettas und male mir oft aus, was Alexander der Große mit ihnen hätte erreichen können. Ich verstehe schon. Wir befinden uns hier in einer gewöhnlichen Situation, die auch einer gewöhnlichen Lösung bedarf. Ich hoffe noch immer, dass Toss zur Vernunft kommt und mit uns verhandelt. Ich denke, das wird er, Herr. Spätestens dann, wenn er unseren mächtigen Triborg vor seiner Nase sieht. Ja, cool, das wäre erledigt. Sei gegrüßt. Die Mütze steht mir nicht. Ich konnte mich mit Konrad einigen. Er ist bereits hier. Du würdest nicht glauben, wie klug der Kerl ist. Jetzt bauen wir diesen Triborg. Das garantiere ich dir. Schön, dass ich helfen konnte. Ich bin dir äußerst dankbar dafür. Und die Männer werden es auch sein. Gute Arbeit. Bestimmt rettest du damit viele Leben. Ich sollte nicht, aber wirf einen Blick in meine Truhe. Vielleicht findest du etwas, das du gebrauchen kannst. Vielen Dank. Ich weiß ja nicht, wo deine Truhe ist. 1075 Groschen. Nice. Dann viel Glück. Ich könnte einen Happen vertragen. Fafers Truhenschlüssel. Ja, ich habe keine Ahnung, wo die Truhe ist, deswegen, ja. Warte, bis der Triborg fertig ist. Ah, okay. Ja, wir haben ja bis dahin noch ein bisschen was zu tun. Von daher, was soll's? Was haben wir denn da für ein D? Sprich mit Herrn Divish. Oh, wenn er gerade schon hier ist, D für Divish. Cool. Kann man sich leicht merken. Glücklicherweise ist er ja gerade hier. Sollten wir direkt mal ins Auge fassen, bevor er jetzt wieder rüber rennt. Kurz mit ihm quatschen. Herr Divish, Herr Divish. Warten Sie doch. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie fühlst du dich, Herr Divish? Wie fühlst du dich, Herr Divish? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rovna. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer? Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben. Und all die Toten. Ich muss beichten. Okay. Na gut. Gott sei mit dir. Der Entroffene, den haben wir ja hergebracht. Von daher, was soll's? Hey. Coole Klamotten, ich hab bessere. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Du bist dreckig. Wärst du lieber in Ratai geblieben, anstatt diesen nächtlichen Ausflug beizuwohnen? Du beliebst zu scherzen. So viel Spaß hatte ich nicht seit... noch nie. Wirklich? Trotz deiner Blessuren? Eigentlich hast du das Beste verpasst, als ich dich wie ein Getreidesack zu den Zinnen schleppte und dich alle für tot hielten. Kann nicht so toll gewesen sein, wenn ich eingeschlafen bin. Und du hättest behutsamer sein können. Ich bin überall grün und blau. Ja, na gut, dann überlasse ich dich nächstes Mal einfach Ishtvan. Red keinen Unsinn. Was tätest du ohne mich? Dennoch danke, dass du mich da rausgeholt hast. Jederzeit wieder, mein Herr. Gott sei mit dir. Na gut. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir Herrn Divish Wunsch erfüllen, zwischendurch irgendwo wahrscheinlich schlafen gehen. Und ja, wieso habe ich in Rovna nicht das Ding? Okay, gehen wir zurück hierher. Ob er wieder tot ist? Können wir direkt mal nochmal gucken.
Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Kloster. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.